Mahlzeit und willkommen zurück zu einer neuen Folge Baphomets Fluch 1, der Director's Cut. Wir spielen in Spanien weiter. Wir haben die Gräfin quasi gerade ein bisschen befragt. Ich habe mir eben so einen kleinen Spiegel geklaut. Und sowohl die Gräfin als auch der Diener, sag ich jetzt mal, die haben sich bei mir entschuldigt. Und ich werde jetzt erstmal eine Runde zum Mausoleum latschen, um zu gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann, weil im Haus nichts mehr geht. Was unter dem Anwesen kann ich das Meer sehen, das sich in die Ferne erstreckt. Es ist ein wunderbarer Anblick und sieht fast so aus wie die Szene in der Handschriftenrolle. Szene in der Handschriftenrolle? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, die Kerzen sind jetzt also an. Hier kann ich was wegnehmen direkt. Was ist das denn? Die Bibel oder was? Was ist das? Die Bibel. Die spanische Bibel, die ich mir im Mausoleum ausgeborgt habe. Ja, dann guck dir die doch mal an. Ich meine... XIV, XXVII. Wo steht das da? Die Gräfin war außer sich, als ich von der Entdeckung des Grabes ihres vermissten Ahnen erzählt habe. Ja, genau. Das habe ich in der letzten Folge gemacht. Vielleicht einfach mal einschalten, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ja. Gut, ich gucke mich jetzt hier erstmal um. Da ist also das Schachbrett. Jetzt, nachdem das Stehpult sein Geheimnis offenbart hatte, sind die Glaswürfel einfach wieder nur dekorativ. Okay. Sie ist zu zerbrechlich, um sie zu bewegen. Hier ist einfach nur der Templer und diese Stange. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Zu löschen nichts. Aber vielleicht können wir die Kerze anmachen. Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Na klar, hier hängt doch schon ein Tropfen runter. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ja, dann nimm doch mal den Stab. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Es gibt nichts zu löschen, also muss ich wahrscheinlich echt mal die Kerze anzünden. Jawohl. Jetzt macht er das Ding an. Und jetzt zündet er die Kerze an, hoffentlich. Jawohl. Und jetzt geht sie wieder aus. Okay, also muss ich erst das Fenster zumachen, sonst brennt die nicht. Jawohl. Nice. Wow. Das Gewebe ist ziemlich verkohlt, aber die Theaterschminke hat das meiste Feuer abbekommen. Ja, dann machen wir das doch nochmal. Vielleicht brennt die Kerze dann ja jetzt. Okay. Ich bin gespannt, was passiert. Er steckt das Tuch auch wieder ein. Okay, also scheint das noch wichtig zu sein. Es passiert aber sonst nichts weiter. Hier geht nichts auf. Ah. Die Kerze brennt also in Windeseile hinunter. Alles klar. Aber da haben wir die Schachfigur. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Okay. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Gut. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Ein glattes, wunderschön bearbeitetes Stück Stein, das in der großen Kerze versteckt war. Anscheinend keine normale Paraffinkerze. Okay, da gehört es nicht rein. Dann hundertprozentig oben auf dieses Schachbrett bei der Gräfin. Los. Just go over there. Komm schon. Komm schon. Ach, jetzt guckt er sich das der Gedöns erst an. Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber... Bla. Okay, wir gehen rein. Wir gehen hoch. Und wir sülzen die Gräfin voll, damit wir erzählen können, was wir aus der Paraffinkerze rausgeholt haben. Bitte bedienen Sie sich. Ich bediene mich. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht?
Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Ja, das dass das wohl Anzünden sein. Der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Die Bibel hier eventuell? Ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Aha. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger, mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11, hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay, okay, Korinther 4, 5. Haben wir hier den Brunnen gesehen? Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Welcher Brunnen? Errette mich vor dem Maul des Löwen, denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen? Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Ja. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, Aha. was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Okay. Dann... Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Nein. Süß nicht rum, geh nach Lopez. Wo ist der kleine Strolch? Da. Wollen wir mal gucken, was Lopez uns zu sagen hat bezüglich... Ja... eines Brunnens. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Jetzt ist er aber nett, meine Fresse. Weißt Sie du, wo der Brunnen ist? Sie müssen eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der De Vasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor. Okay. Das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig. Wo ist er? Woher soll ich das wissen? Na. Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Miau. Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Versiegelt? Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay. Wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Ja. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle, Sie? Ja. Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden ist. Eine Wünschelroute? Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein. Ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung. Haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Natürlich nicht. Sie, hier. Oh, okay. Das sind Haselnüsse. Was? Wo? Das da? Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Ich kann das einfach nicht glauben. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Rute. So sieht also ein Haselnussstrauch aus. Hm.
Ich gehe noch mal zu ihm. Da ist ja nichts dran. Vielleicht kann er mir dazu noch was sagen. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber es... Bla. Soll ich ihm die Statue zeigen? Wissen Sie, was das hier ist? Nein, nee. Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt. Und Sie haben sie abgebrannt? Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Ah. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Wassersuchen, Wünschelrute. Vielleicht gehe ich nochmal hoch und erkläre ihr, was Phase ist. Vielleicht wird sie mir weiterhelfen können. Was ist das? Das ist nur das Waschbecken bzw. der Schlauch, nicht wahr? Nur ein kleiner Nebenraum, ohne Ausgang. Wenn man das Fenster nicht zählt, was... Was er nicht tut. Okay, dann gehen wir wieder hoch und sülzen sie voll. Mit dem Schachbrett können wir immer noch nichts machen. Komisch. Ich frage mich echt, wofür diese Hallo Statue... Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. ...diese Schlüsselfigur sein soll, wenn nicht für dieses Schachbrett. So, also toll, ich kann natürlich nichts fragen, außer diesen düssigen Spiegel. Ich schaue nicht. Kann. Nein. Ich mir den Kelch nochmal angucken, geht nicht. Nochmal ins Mausoleum? Das hier, was ist das denn? Das ist auch ein Haselnussbaum? Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Anscheinend. Aha. Aha, nice. Habe ich den jetzt? Okay. Eine dünne, biegsame Haselgerte. Hasel. Hasel. Okay, gut. Gehe ich haselmäßig mal darüber und hau ihn an. Ob er mir jetzt irgendwie helfen kann mit dieser haselförmigen, y-förmigen Haselrute, hier Wasser zu finden, obwohl er hier die ganze Zeit Wasser versprüht. Aber nun gut, egal. Was ist sein Auftrag? Du sollst hier hingehen. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt habe ich meine Wünschelrute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Rute an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im 0, nichts gefunden haben. Und das soll ich jetzt machen? Macht er das jetzt von alleine? Er scheint es von alleine zu machen. Und er ist am Buddeln oder was? So, und jetzt hat er was gefunden. Und mittlerweile liegt der Typ im Stuhl und ist am Lesen. Ich fasse es nicht. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Ich bin mir nicht sicher. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lupus wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mägt mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können.
Aha. Und der alte Mann hat also genug Kraft in seinen dünnen Ärmchen, um diese 80 Kilo da einfach runterzulassen. Easy. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ach, stell dich nicht so an. Was ist das denn hier? Irgendwann in grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. So, und hier, die Alte hat doch eben irgendwas gesagt von wegen Löwe, oder nicht? Soll ich nochmal gerade nachschauen? Monster drei Gesichter, Spanien, Verse, ein Versteck, der Brunnen ist tief. Bringen ans Licht die verborgene Dinge. Errette mich vor dem Maul des Löwen. Na gut, dann errette sie mal aus vor dem Maul des Löwen. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Oh oh. Eieiei. Das war knapp. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Ihr Gestörten. Witzig. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Ich wünschte... Ach Mist. Gut, das habe ich also schon gemacht. Was geht hier ab? Es ist ein weiter Weg nach unten. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen. Oha. Kann ich mit dem Spiegel hier irgendwas machen? Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Nice. Was ist das? Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Eine Art Dose? Ich gehe einfach nochmal hin. Eine Art Dose. Warum legt er den Spiegel denn nicht dahin? Das... Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie. Eine bearbeitete Öffnung. So glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Glatt und perfekt. Das könnte dann wahrscheinlich... Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Und jetzt? Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. Oh nein. XVX, das sieht mir nach diesen Bibelversen aus. Die standen doch hier. XIV. XIV. X. IV, ja. XIV. Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. XIV. XXVII. XX VII. Klick. Nice. Da bin ich doch direkt auf den richtigen Gedanken gekommen. Na los. VI. LXXI? Ja, doch. Gibt's hier auch. Okay, gut. VI, LXXI. Shadaisy.
Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Heilige Scheiße. Und jetzt kann ich da durch, oder was? Das ist krass. Was ist denn hier passiert? Kopfschuss? Oh nein. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Oh nein. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Ah ja, die Kinder wurden verschüttet da unten, oder was? Die Kinder haben im Brunnen gespielt. George, willkommen! Was ist hier los auf einmal? Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Die Dinge überschlagen sich. Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Caesar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Caesar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid, Indigo Isatis Tinctoria. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen, Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Okay, am nächsten Morgen. Okay, wir sitzen in der Bahn oder was? Was steht hier? Geschrieben, Schottland, Zug, alle Hinweise beisammen. Plötzlich ergab alles einen Sinn, das Jahr 1314, eine Kirche, ein Fluss oder brachte durch den Schauplatz einer großen, einseitigen Schlacht läuft. Bla, 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 bla. Nick und ich, Weg von Kirche, Blasdülz, Schottland, Stirling, Schlacht, Bockburn, Lobino konnte nicht mitkommen, schade. Sowas aber auch. Verzeihen Sie.
Sie muss taub sein. Ja, mein Lieber? Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 5:45. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Was geht? Ist das dieser Kahn? Hat er hier eine Narbe oder soll das ein Haar sein? Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja. Und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Ach, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Ich könnte der alten Frau die Hand geben. Ich könnte ihr das Foto zeigen von Kahn bzw. Morle. Oder ich könnte ihr die rote Clownsnase zeigen. Ich weiß ja auch nicht, da ich glaube, dass diese Frau keine Frau ist, sondern ein Typ in der Verkleidung. Zeige ich einfach das Foto. Sag ihm der Name Morla irgendwas. Merlin, der Meister der Illusionen. Ich könnte mich aber auch irren. Sie sagten Merlin? Nein, dann leider nicht. Würden Sie mir glauben, dass diese Clownsnase uns heute Abend hier in diesen Zug geführt hat? Ja, das würde ich glauben. Nein, ehrlich, Sie glauben mir das? Na sicher, Sie haben doch ein ehrliches Gesicht. Ja, das ist eine Nase mit einer langen Geschichte. Mhm. Das sagten Sie bereits. Wissen Sie, was das hier ist? Ja, das weiß ich nur zu gut. Ein junger Freund von mir hat mir erst gestern mit einem solchen Gerät die Hand geschüttelt. Was? Das ist empörend. Man sollte ihn erschießen. Mag sein. Aber seine Absichten waren wenigstens ehrenhaft. Es tut mir leid, dass Sie mit einem dieser Dinger Bekanntschaft machen mussten. Das braucht es nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das waren auf jeden Fall Hinweise auf diesen Kahn. Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. Ein Leck abdichten? Oh, da kommt jemand. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Die Fahrkarten bitte. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Warum? Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Ja. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat.
Kannst du nicht mal still sitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. So. Jetzt bin ich gespannt. Was geht hier? Kann ich da in das Dingens rein oder was? Was geht bei euch denn? Hi, kleine Party? Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab ich gar nicht gemerkt. Was sagt ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau. Und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Hast du diesen Mann schon mal gesehen? Klar, Mann. Das ist Chalky White. Oh. Und von dem kriege ich noch 10 Mäuse. Nein, das ist ein internationaler Attentäter und er nennt sich Khan. Oh, ja klar. Ei, aber ich war dicht dran, was? Absolut. Ich will ihn nicht auf. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Die Mucke geht los. Hey, Sunny. Okay. Anscheinend kann ich ihn nicht wecken. Ich gehe einfach mal weiter. Hier ist ein leeres Abteil. Okay. Auch hier passiert nichts. Was ist das? Was ist das? Oh nein! Oh nein. Dieser Gangster aus dem Hotel. Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist dein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nicht eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Ja, dann geh da mal rein. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Muss ich jetzt an ihm vorbei? Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Die Tür ist abgeschlossen, okay, ich kann mich also nicht an ihm vorbei bewegen und ich kann nicht in die Türen hier rein. Die Mucke ist schon wieder so bescheuert, ey. So, jetzt vielleicht. Gibt es hier irgendwas, dass ich diese Tür aufkriege? Habe ich was übersehen? Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Okay. Die alte Frau hat quasi Nico entführt, aber sie kann ja nicht weit sein, weil die ist ja nicht an uns vorbeigekommen. Also gehe ich wieder zurück dahin und hole ihn ein bisschen um Hilfe oder sowas. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist.
Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Maka. Du bist in Sicherheit. Ja, gut. Bis später. Was ist das denn? Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Er klettert auf das Zugdach? What the fuck, Alter? Warum? Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Er will mir helfen. Boah. Wie sieht er aus? Ja, netter Typ, netter Typ. So. Und nun? Hier wieder runter, oder was? Oder hätte ich in die andere Richtung gehen müssen, an Wäscher vorbei? Wow. War es doch eine alte Frau? Nee. Guck, es ist doch jemand anders. Er hat ihn erschossen. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Krass. Es geht hier ab. War das dieser Kahn? Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbart. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neotempler her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, Sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Alles klar. Wie sind sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbart. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Hat er mich gekrotzt, die alte Drecksau. Ja, und jetzt? Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Krasse Story. Krasse Story. Kann ich ihn durchsuchen? Nein. Kann ich Nico befreien? Bestimmt, hey, oder? Nee, keine Bange. Ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbart. Mach ich, sobald ich bereit bin. Hä? Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Ach, und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch?
Warum erschießen sie den nicht? Was machst du? Ich verschwinde. Nicht durch die Türe. Willst du so enden wie Flap? Nicht unbedingt. Was von ihm noch übrig ist, dürfte fast schon wieder in London angekommen sein. Ich hoffe, er hatte eine Rückfahrkarte. Dann halt nach da. Früh am nächsten Morgen. Okay, wo sind wir jetzt? Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Georges. Kein Plastikgeld. Plastiksprengstoff. 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem. Wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Naja, nun befinden wir uns hier. Ich würde sagen, das war's erstmal von dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Seid wieder dabei, wenn wir das nächste Mal diesem Rätsel hier auf dem Grunde gehen und schauen, was passiert. Das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr krass, was wir in dieser Folge erlebt haben. Und ich freue mich schon darauf, dass das Ganze in der nächsten Folge dann hier mal endlich einen Abschluss finden wird. Ich befürchte, wir sind kurz vorm Ende. Demnach wird die nächste Folge dann eventuell nicht so lang sein, aber gut, dem soll dann halt so sein, ne? Nicht wahr? Vielen Dank fürs Einschalten, bitte bewerten, bitte liken, bitte alles klar. Dankeschön, tschüss.